Yo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal. Freunde, ja Freunde, heute gibt es 4 UCL Premium Upgrades. Also ja, ich saß gestern glaube ich 3 bis 4 Stunden dran. Jetzt seht ihr mal auch im Hintergrund, was ich alles so gemacht habe. Ich erzähle euch mal kurz noch, ja es dauert nur 2 Minuten. Danach am Ende seht ihr halt die 4 Packs. So, im Hintergrund seht ihr halt, was ich alles gemacht habe. Ich habe ganz normal UCL Upgrades erstmal gemacht, damit ich halt die Champions League Karten habe. Ich habe insgesamt 50 bis 60 Packs gemacht. Und ja, das sind halt die besten, beziehungsweise ich zeige euch halt auch die schlechten Packs, ja. Ich hatte auch Walkout gehabt, wie zum Beispiel jetzt. Ich hatte halt, sag ich mal, ein bisschen Glück. Ich habe auch Piqué da gezogen. Und ich hatte noch einen Walkout, und zwar einen 86er Marquinhos von Paris. Den habe ich jetzt nicht reingenommen. Ich hatte insgesamt nur 2 Walkouts. Ansonsten kostet diese SBC, also UCL Premium Upgrade, 100.000 Münzen. Also ich würde an eurer Stelle nicht machen. Ist einfach zu teuer. Ja, falls ihr im Verein habt, also diese UCL-Packs, könnt ihr gerne machen, aber ich würde jetzt nicht empfehlen. Also ich habe halt auch gute Karten, also in Anführungsstrichen gute Karten gezogen, seht ihr auch gleich im Anschluss. Ich habe auch zum Beispiel Kramaric 3-mal gezogen, dann musste ich irgendwann mal abstoßen. Beim ersten Mal konnte ich ihn, sagen wir mal, so retten. Ich habe halt dann komplett 11 UCL-Spieler abgegeben. Dann konnte ich Kramaric von Objekte wieder so rausholen. Ihr habt, glaube ich, verstanden, was ich da meine. Aber zum dritten Mal konnte ich nicht. Ich musste dann 84 Kramaric zum Beispiel abstoßen, was auf jeden Fall scheiße war. Ja, dann bekommt man natürlich solche Spieler wie zum Beispiel von Bayern München hier den Torwart Ulreich. Mit 81er ist halt sehr schwer zu arbeiten. Beziehungsweise mit 76er kannst du gar nichts machen. Also, ja, im Endeffekt würde ich euch diese SBC nicht empfehlen. Nehmt eure Münzen, spart einfach, macht was anderes damit, aber nicht diese SBC. So, also jetzt seht ihr halt die 4 Packs. Ja, ich habe da ein T-Shirt dran, kein Pullover. Ich habe das gestern Abend aufgenommen. Schaut euch das Video einfach bis zum Schluss. Schreibt mal eure Meinungen einfach mal unten in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Falls ihr ein UCL Premium Upgrade gemacht habt, könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr wirklich so auch gezogen habt. Ja, das war's. Gönnt euch das Video, jetzt kommen die 4 UCL Premium Upgrades. Übrigens, wundert euch einfach nicht, ja, es ist gerade nachts. Ich nehme jetzt einfach mal auf. Und zwar, wir haben hier 4 Packs. Ihr habt davor gesehen, was ich so alles so gezogen habe. Ohne Scheiß hier diese UCL Upgrades. Ich habe, glaube ich, davon 50 oder 60 Stück gemacht. Ich habe halt 2 oder 3 Walkouts gezogen. Das habt ihr auch vorhin gesehen. Ansonsten, ihr gönnt da überhaupt nichts. Also, ich habe halt selten dann 85er gezogen oder so ein 84er. Deshalb habe ich auch nur 4 UCL Premium Upgrade geschafft. Ich bin auch ehrlich zu euch, also die Packs lohnen sich auch nicht so krass, weil so ein Pack kostet ungefähr 100k. Also ich würde an eurer Stelle nicht machen. Falls ihr gemacht habt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr so gezogen habt. Ich habe auch bei den anderen YouTubern gesehen, auch Freunde, die haben wirklich nur Scheiße gezogen. Wenn die 2 Packs gemacht haben, haben die zum Beispiel auch 2-mal hintereinander Jacob bekommen. Mal sehen, was sie überhaupt hier ziehen werden. Das Video wird auch nicht jetzt über 10 Minuten dauern. Also gönnt euch das Video einfach mal, liked das Video, kommentiert, was ihr wie gesagt gezogen habt. Falls ihr gestern das Video verpasst habt, Jungs, könnt ihr mal gerne mal auschecken und in den Videobeschreibung ist es verlinkt. Ja, gestern hatte YouTube so seine Macken, keine Ahnung warum, aber wir quatschen nicht viel. So, mal sehen, ob sie sich wirklich lohnen oder nicht. Ich denke eher nicht. Kauft euch die Spieler nicht, ihr müsst eh nicht snipen. Also bei Footbin steht das so ungefähr 100.000. Einfach nicht machen. Außer ihr habt die Spieler in eurem Verein. Dann könnt ihr 1-2 Packs machen. Aber ansonsten kauft euch die Spieler nicht. So, wir fangen an mit Numero 3. Let's go. Also Walkout wird es auf jeden Fall. Mal sehen, was wir so kriegen. Und das wird der... Nicht schlecht. Mané kriegen wir hier. 88er Karte ist am Start. Also ist okay. Ja, Tempo 96, 85 Schuss. 90 Dribbling. Ist schon nice auf jeden Fall. Also Mané haben wir gezogen. Ganz gechillt. Ganz okay. Und 3 Packs haben wir noch hier am Start. Mal sehen, was wir noch hier so bekommen werden. Mal kicken. Und Brasilien 11. Und das wird der Felipe Luis. 88er Karte. 2-mal 88er Karte gekriegt. Also Spieler gekriegt. Einmal Mané, einmal Felipe Luis. Ja, ist ganz okay. Kann man natürlich mitnehmen. Aber ob ich jetzt mit Felipe Luis spielen werde, natürlich nicht. Ich habe da Roberto Carlos, Optimus Prime. Ja, machen wir weiter mit Numero 1. So. Mal sehen, ob die hier was gönnen. Und
Stürmer. Und das ist der Suarez? Nein, Cavani. Jawohl, 92er Cavani am Start. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich hätte nicht gedacht, ja. 92er Cavani haben wir hier am Start. So, letztes Pack dann für heute. Ich hoffe, wir kriegen noch was Schönes. Ja, Cavani, Mané, Philippe Luis. War ganz gechillt, war ganz okay. 288 Spieler, 1,92 und ganz zum Schluss. Argentinien. Ah, Argentinien. Ja, ich habe kurz gedacht, dass wir Messi ziehen, aber war wohl nichts. Wir kriegen von Ajax den Spieler 86er Rating. Nehmen wir auch natürlich mit. Ja, die war noch umsonst, sage ich mal so. Ich hatte halt sehr viele Spiele in meinem Verein. Und dadurch konnte ich halt diese vier Packs machen. So, wie gesagt, schreibt das unten in den Kommentaren, was ihr so gezogen habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Checkt nochmal meinen zweiten Kanal ab, Jungs und Mädels. Also, wir sehen uns dann morgen höchstwahrscheinlich um 17 Uhr. Peace.